Hallo, ich bin der Michi. Ich bin aus Emmenbruck bei Luzern und ich bin selbstständiger Maler. Hauptaugenmerk habe ich auf Renovationsbereich. Bei meinem letzten Arbeitgeber war ich vor 6 Jahren, 4 Jahre allein mit dem Chef. Sehr viel effizient gelernt zu arbeiten. Und dann, als es sich abzeichnet hat, dass ich gehe, war mir das ein bisschen schade, die Ressourcen zu verlieren. Und ja, das war mir schade gewesen. Und habe mich entschieden, selber anzufangen. Die Idee ist eigentlich so gekommen, dass ich allein gearbeitet habe, wenn der Chef in die Ferien ist. Ich habe ein bisschen Lumpen gerochen, das hat mir sehr gefallen. Und ich kann nicht mehr anders wollen. Auf jeden Fall, ja, das Letzte ist dann ums Organisieren gegangen. Ich habe das Wichtigste, was ich durfte machen, ist nachher meine Frau ins Boot holen. Sie hat schließlich kaufmännisch gemacht. Und das ist das Allerwichtigste vom Ganzen. Die Recherche hat beim Endspur beim Arbeitgeber angefangen. Ich habe Produkte auf einen näher abchecken, wo man das holt. Was es im Sortiment ist natürlich, das ist halt alles, das muss alles an Lager sein, ein bisschen weit. Und dann ist natürlich Preisrecherche gegangen, bevor ich überhaupt meine ersten Einsätze hatte, bin ich daheim ein bisschen am Büffeln gewesen. Die ganze Recherche ein bisschen am Rechnen und ja, das war natürlich schon ein Brocken gewesen. Und dann ist es natürlich Richtung Kundengewinn gegangen. Am Anfang ist das Wichtigste, dass man ein Netzwerk hat, auch mit anderen Malern. Die ganzen Lücken, die man garantiert hat am Anfang, die gilt es einfach auch zu füllen, indem man temporär nicht mehr Einsatz leisten kann. Weil es geht nicht ohne, von mir aus gesehen. Und das habe ich gehabt, das konnte ich organisieren. Da hatte ich eine wunderbare Firma, wo ich früher mal gearbeitet habe. Aus einem, wo ich im Herbst angefangen habe, sind dann 3 Firmen geworden, im Verlauf des Frühlings drauf. Und bei 3 Firmen kann ich fast nicht mehr anbrennen. Also, da ist man wirklich aufgehoben. Not is not sind dann natürlich die ersten, also regelmässigen Aufträge reingekommen. Und ja, bin natürlich entsprechend dankbar um diese Situation gewesen. Es war ein logischer Weg gewesen. Weil die Schwelle so tief war, ist es einfach ein logischer Weg gewesen. Es ist auch ein, ganz ehrlich, das Zusammenspannen mit der Frau als Team war ein cooler Weg gewesen. Man kommt heim und hat relevante Geschichten. Ist natürlich auch schön so. Die ganze Erfolgserlebnisse in dieser Zeit, in dieser Anfangszeit, konnte ich immer schön können teilen daheim. Das ist, ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar der wichtigste Punkt war. Dem, dass man natürlich wieder aufgestanden ist am nächsten Tag und konnte weitermachen. Ich bin natürlich auch nicht daheim gehockt und habe aufs Telefon gewartet. Es hat immer Aufgaben gegeben. Unendlich viele Aufgaben. Ich wusste nicht, was alles. Die Tage sind lang. In der ersten Phase auf jeden Fall. Ja, nicht die Tür drehen. Und wenn man halt in einer Phase ist, wo man halt mal erkennt, dass es sich lohnt und auch spannend ist, mal mehr als 100% zu machen, dann kommt das ein bisschen weit von allein. Der springende Punkt war wirklich auch ein bisschen das Logo, ganz ehrlich. Das Resultat, das dort rausgekommen ist, von diesem kreativen Mensch, man hat nur gestaunt und auch ein bisschen die Hände gerieben ab dem. Wenn das schon so gut kommt, das hat einen extremen Schub gegeben, weil man einfach, ich hatte täglich tierische Freude gehabt ab dem Logo. Unwahrscheinlich, hätte ich nie gedacht. Wieder mal einen neuen Kunden können lernen und hat mich gerade auf das Logo angesprochen. Ja, es ist schon. Das hat einfach von Anfang an einen Schub gegeben, wo ich einfach gesagt habe, es kann nur gut kommen. Obwohl ich im
geselliger Mensch zu sein, bin ich extrem gerne alleine. Speziell in diesem Fall hat sich das über Jahre so abzeichnet. Vielfach, das weiss eigentlich jeder in der Berufswelt, wenn man irgendwie 7 Leute ist oder einfach sicher mehrere Personen. Es gibt immer einen, der denkt, ja, das kann ich diese machen. Und das geht mir, oder ist mir sehr, sehr auf den Sack gegangen. Das habe ich einfach nicht mehr nötig gehabt. Und ich weiss, es liegt alles an mir. Ich habe kein Problem, wenn irgendetwas ist, zu sagen, das ist dann halt mein Verschulden. Da habe ich kein Problem damit. Ja, aber eben, die ganzen Teams, ich habe keinen Bedarf mehr gehabt. Ja, es ist natürlich eine extrem schöne Eigenschaft. Ich treffe gerne Menschen, ich treffe gerne wirklich Leute, die irgendetwas wollen von mir, natürlich umso mehr. Also das ist, bereitet mir eine extreme Freude. Aber alles selber zu regeln, ist einfach unbezahlbar. Noch so gern. Einerseits bin ich immer schlecht gefahren. Ich bin immer schlecht gefahren, wenn ich irgendetwas anschaue, wo vielleicht einen Auftrag geben können und entsprechend offerieren durfte. Bin ich immer schlecht gefahren, wenn ich schon vorausgedacht habe, dann muss ich aber das organisieren, dann das, weil ich es noch nicht hatte. Und dann könnte man das so und so machen. So schon vorausdenken hat immer Unglück gebracht. In einer Luxusvariante Unglück. Es ist dann halt einfach abgesagt worden. Lernt man daraus, macht weiter, klar. Das Vorausdenken, das hat bei mir nicht funktioniert. Einfach Zeug anschauen, Offerte machen, weiter schauen, sich wieder auf die Arbeit konzentrieren. Aber ja, nicht schon irgendwie in einem möglichen Auftrag vertiefen. Hey, der Schuss ist gerade hinten raus. Das hat nie funktioniert. Ich glaube, ich habe 100%ige Quote, dass das nie funktioniert. Einfach abschalten, weiter schauen. Hast du fertig gemacht, es ist erledigt. Der Wunsch ist erledigt. Es gibt Aufträge, es geht alles sehr viel nach Bauchgefühl. Und es hat wirklich schon entscheidende Situationen gegeben, wo wirklich matchentscheidend waren, die vielleicht hergeführt haben, wenn ich garantiert auf die Schnur gefallen wäre. Manchmal sehen die Zahlen so hübsch aus, aber man darf sich nicht darauf einlassen. Manchmal. Wenn man dann nicht schlafen kann, dann ist sicher ein wichtiger Punkt, wo man muss reagieren muss. Es geht um die Zukunft, es geht um die Stimmung daheim. Man muss womöglich alles selber meistern können. Oder wenn man etwas Boot hält, braucht es einfach ein riesen Vertrauen. Man muss dann auch, ja, wenn es jemand ist, wo man halt nicht so vertraut, dann hat man es schon gehabt, dann muss man jeden Tag schauen. Also, das sind so Sachen, wo, ja, da sagt man gescheiter nein. Man konzentriert sich auf einfach normale Sachen, auf normale Bütze. Und sonst, wenn man es nicht bekommt, kann man sich wieder vermieten an die, die man eben kann. Ganz einfach. Geht man wieder aufs Netzwerk zurück, vermietet sich. Die Person muss sich schon fast siegessicher sein, dass alles geht, mit Bürokratie und allem. Das ist in der Schweiz und so. Darum gilt es einfach, irgendjemanden ins Boot zu holen, der Kenntnis hat. Also das Kaufmännische unbedingt. Also, ja, kann man effektiv nicht mehr schlafen. Wenn man es so aufteilen kann, wie jetzt mit meiner Frau, dann ist das einfach ein Traum, das mich da gezogen hat. Alles auf die Schulter nehmen, das wäre schon extrem. Also, das würde ich nicht wagen. Ich kann mich auf mein Ding konzentrieren. Ja, jede Aufgabe ist verteilt. Es ist alles vernünftig, hat alles seine Richtigkeit. Kaufmännische Fachchinesisch kann ich einfach entfernt von mir lassen. Das ist traumhaft. Hey, vorher ist mir irgendetwas eingefallen. Kommen Sie wieder her. Ich habe eine gute Antwort. Ich habe ein bisschen gerübelt. Mhm. Ein Moment. Schon gut.